Hallo, mein Name ist Antje Damm. Ich bin Autorin und Illustratorin von Kinder- und Bilderbüchern. Manchmal mache ich auch Spiele, wenn es zeitlich passt und mir was Schönes einfällt, aber der Fokus liegt schon auf den Büchern. Mein Arbeitsalltag, was das Büchermachen betrifft, hat sich eigentlich gar nicht so großartig verändert, weil ich sowieso zu Hause arbeite. Ich habe eins mitgebracht, das möchte ich zeigen. Es heißt, was wird aus uns? Und ich glaube, dass das ganz gut in diese Zeit passt. Es ist vor 2 Jahren im Moritz Verlag erschienen und ich werde jetzt einfach mal das Vorwort aus diesem Buch lesen. Seit ich sprechen und staunen kann, mache ich mir Gedanken über die Natur. Mein Vater hat mich schon als kleines Kind mit in den Wald genommen und mir unermüdlich die Namen von Tieren, Pflanzen und Pilzen beigebracht. Er meinte, man könne etwas besser schätzen, wenn man es benennen kann. Aber was ist überhaupt Natur? In welchem Verhältnis stehen wir zu ihr? Kann sie bedrohlich sein und warum brauchen wir sie? Wie können wir sie schützen und bewahren? Für dieses Buch habe ich viele Fragen versammelt, die mir wert erscheinen, über sie nachzudenken und sie gemeinsam zu besprechen. Dieses Buch ist auch von mir illustriert, mit Fotos und Zeichnungen. Und ich zeige jetzt einfach mal ein paar Seiten. Ist Natur für alle Menschen gleich wichtig? Wo in deinem Leben hat Naturschutz keinen Platz? Oder die Frage, die gerade wirklich ganz interessant ist, wozu sind lästige Tiere oder Krankheiten gut? Ja, diese ganze Corona-Krise macht mich schon sehr betroffen und beschäftigt mich auch. Allerdings für mich persönlich hat sie nicht nur negative Seiten, weil ich einfach gemerkt habe, dass dadurch, dass ich mehr Zeit habe, ich mich auch mit Dingen beschäftige, mit denen ich mich sonst nicht beschäftigen würde. Also ich zeichne und male freie Sachen, ohne mir zu überlegen, wer das vielleicht anschauen oder gebrauchen könnte. Das würde ich vielleicht sonst nicht so machen. Oder ich illustriere kleine Streichholzschächtelchen und vertreibe die über Instagram. Das ist etwas, was mir totalen Spaß macht. Ich hoffe auch, dass diese Zeit, dadurch, dass wir alle uns ein bisschen mehr auf uns selber besinnen, dazu förderlich ist, dass wir mehr Bücher lesen, Bücher wieder rausholen und sie angucken, darüber reden und ja, und dass der Buchhandel auch überleben kann. In diesem Sinne, danke und tschüss.